Hallo und herzlich willkommen zurück bei Mass Effect 2. Und jetzt geht's endlich zur Mission. Ab nach Omega. Umlaufbahn anfliegen. Und dann holen wir uns. Warte mal. Bin ich jetzt bescheuert? Arsch in den Professor rekrutieren. In Omega war richtig, ne? Ja, dann würde ich sagen, auf geht's, ne? Andocken. Ich wollte doch den Professor rekrutieren. So steht's da. Also ab hin da. Oh, das sieht geil aus. Das sieht geil aus. Kaum noch Munition, wechseln Sie zu einer anderen Waffe oder setzen Ihre Kräfte ein, bis Sie neue Magazine finden. Ausrufezeichen. Okay. Okay. Bring mal hin. Bis sie neue Magazine finden. Oh, ist das herrlich. Ja, guck mal her, ihr beiden. Ja. Yes, annehmen. Oh, ich habe einen Kraftpunkt, aber ich kann mit einem Kraftpunkt nichts. Kampfmeisterschaft. Macht sie härter, stärker, schneller und ja, das muss ich auf jeden Fall nehmen, Leute. Das ist einfach schneller, besser, hier unten alles. Das muss ich einfach nehmen. Das muss ich einfach nehmen. Die haben gar nichts, die haben nichts verdient. Okay, dann geht's weiter. Oh, da kommt gleich ein geiles Video. Schauen wir uns mal an. Willkommen auf Omega. Sie sind neu hier, nicht wahr? Ich merke sowas gleich. Erlauben Sie mir. Oh, hallo Mocklin. Ich wollte gerade. Abgang fordert. Sofort. Natürlich, Mocklin. Was immer Sie verlangt. Verdammte Arschgeier. Willkommen auf Omega, Shepard. Sie wissen, wer ich bin? Natürlich. Wir haben Sie auf dem Schirm, seit Sie in den Terminus-Systemen sind. Sie sind nicht ganz so raffiniert, wie Sie glauben. Oh, doch, bin ich. Wir wissen, was einen toten Spectre nach Omega führt. Sie sollten umgehend ins Afterlife gehen und Ihre Aufwartung machen. Entspannen Sie sich. Sparen Sie sich die Drohgebärden. Ich bin nicht auf Omega, um Probleme zu machen. Um Sie herum explodiert ständig etwas, Shepard. Sie können es Avia nicht übel nehmen, dass sie ein Auge auf Sie hat. Afterlife, sofort. Afterlife? Ich empfange Quarantänewarnung aus den Zeig euch gleich mal Afterlife an. Rechne mit Widerstand in der Transitstation. Widerstand ist immer gut. Genau, ich wollte einfach mal speichern. Das habe ich schon länger nicht mehr. Und ihr wisst ja, nur wer speichert, der gewinnt, ne? Ich habe außerdem Gespräche zwischen den Söldnergruppen über Pläne zum Ausschalten von Archangel aufgefangen. Im Afterlife gibt es eine Rekrutierungsstelle, die vielleicht mehr über ihn weiß. Nee, ich will jetzt auf jeden Fall, die Mission machen, hier, den Typen hier holen, der Professor. Ah, Aria muss ich dann fragen, okay. Alles klar, dann gehen wir mal. Werden wir schon was finden hier, Afterlife, da ist es. Wie komme ich denn nach Afterlife? Was für ein Drecksloch. Zumindest hält man sich immer auf den Zehenspitzen. Afterlife. Danach braucht man außer der normalen Dekontamination zusätzlich eine. Ja. Ich bin im Afterlife. Eintöten. Den Kerl, dem ich gleich den Tag verpasse. ich will keinen Ärger. Aber ich vielleicht. Sie verschwinden besser, bevor ich Ihnen welchen mache. Schon gut, schon gut. Ich schau mir in die Augen, ne? Der hat vier Stück, der Sack. Kommt, verschwinden wir von hier. Saugeil, oh, ich liebe es, ey, zum Totlachen, ne? Erstmal direkt hier die Knarre raus, Abdringlicher, sauber, ja. Die quatschen einen an, direkt hier ganz schnell böse und dann packt er den, schaut den erstmal in seine vier Augen, schau mir in die Augen, Kleines. Und dann, ja, da waren die komischen Aliens direkt ruhig, ne? Ja, das wird noch witzig hier. Ich habe auf jeden Fall noch was zu lachen hier, da tanzt da oben, könnt ihr ein bisschen zugucken. Da so ein Alien, die können auch Arsch tanzen. Ja, so sind sie. So, was haben wir denn? Gebt mir einen Schnaps, Hauptsache ich hab einen Helm auf.
Einen Drink bestellen, klar. Erstmal einen durchziehen. Nach 2 Jahren Ruheraum, ne? Wasser aus dem Rohr, ne? Und war gut? Danke. Naja, die reden ja auch nicht wirklich. Und oh, ich bin doch beschwipst, ne? Muss ich wahrscheinlich erst 10 trinken oder so. Oh, was haben wir denn da? Anto, der Brutale. Ja, reden wir mit Area. Area 51 hier, wo ist er? Genau, mit ihr mache ich jetzt erstmal den Professor klar. Aha. Das ist nah genug. Vier Auge. Von wegen. Versuchen Sie es und Sie können Ihre Gedärme scannen. Um das zu sehen, würde ich sogar was zahlen. Aber das ist keine Option. Wenn Sie reden wollen, müssen Sie sich scannen lassen. Nur zu. Machen Sie es kurz. Wozu die Eile? Man hat mir gesagt, mit Ihnen müsste ich reden, wenn ich Fragen habe. Sie sind sauber. Die Gedärme vom Boden auskratzen, ne? Über Omega? Hey. Ich bin Omega. Ah je. Eine, die sich für Gott hält. Aber man braucht mehr. Jeder braucht mehr von irgendwas. Und sie kommen alle zu mir. Ich bin der Boss, die Präsidentin oder Königin, wenn sie es dramatisch mögen. Ganz egal. Omega hat ja, ich keinen bin Shepard. Speziellen Herrscher. Und es gibt nur eine Regel. Und die wäre? Leg dich nicht mit Arya an. Leg dich nicht mit Zoan an. Haben sie doch geklaut. Ich habe ähnliche Regeln, einfach genug. Ich habe ähnliche Regeln. Sieht aus, als steht keiner von uns drauf, rumgeschubst zu werden. Und auf ihrem Schiff wäre das von Bedeutung. Hier jedoch zählen nur meine Vorlieben. Glaubst du, ja. Also, was kann ich für sie tun? Mordin. Ich suche nach Mordin Solis. Wissen Sie, wo ich ihn finde? Den salarianischen Arzt? Ich hörte, er hilft solchen Opfern in der Quarantänezone. Ich habe Mordin immer gemocht. Man weiß nie, ob er einen heilt oder erschießt. Wo ist er? Wie komme ich zu ihm? Wenn Sie wirklich zu ihm müssen, nehmen Sie ein Shuttle zur Quarantänezone. Ich kann allerdings nicht garantieren, dass man sie reinlässt. Ja, nehmen wir Shuttle. Und dann hole ich mir den Arsch Angel auch noch und dann habe ich beide Missionen abgeschlossen. Quarantänezone betreten. Na, jetzt muss ich mal kurz auf die Karte gucken. Wo ist denn hier Quarantänezone? Normandy, Transporterdepot, Afterlife, Gens Bergungsgut, Omega Markt, Transportdepot. Ich denke, da muss ich hin, oder? Ja, wahrscheinlich. Naja, gehen wir mal. Die ist eh so blöde. Hallo. Ich habe zu tun, da kann ich bestimmt auch mal rein, oder? Später dann, ja. Wenn ich zu Archangel will, glaube ich, muss ich da rein, genau. Jetzt wollen wir aber erstmal einen Shuttle. Open the door, please. Naja, gehen wir mal. Lauf, Mann, renn doch mal. Hallo? Na jetzt. Wen kann ich hier, wer wird hier verprügelt? Ich will mitmachen. Der grunzt erstmal, bin ich jetzt richtig? Okay, wir gucken mal, ob hier der Transporter-Shuttle ist. Dass ich dann da zu diesem Dings hinkomme. Hallo? Vier Auge. Also, hier ist schon mal schlecht. Okay. Transportdepot bringt nix. Söldneranwerber bringt auch nichts. Untere Ebene, voll untere Ebene, Harrods Apartments. Ja, ich glaube, ich muss dann da hinten hin, untere Ebene. Alles klar. Dann gehen wir mal. Mit meinem komischen Ghostbuster-Käfig hinten am Rücken. Ah. Jetzt reicht's mir aber. Jetzt reicht's mir aber, sagt er.
Apartments und was haben wir hier? Ja, gehen wir einfach mal rein. Bla bla bla. Schauen wir mal, was passiert. Untere Viertel hat er gesagt, ne? Oder? Stöbern. Schwere Waffen verlassen. Kann man nicht kaufen. Credits. Yo, die sind ja 1 Million. Boah, sind die teuer, ey. Wie kriege ich denn so viel Kohle hier? Reden. Hallo. Haben Sie vielleicht Interesse an geborgener Tech? Jeder Credit ist für ein Ticket, das mich von diesem schrecklichen Felsen runterbringt. Ihre Preise sind unverschämt. Keiner bei klarem Verstand würde für Bergungsgut diese Preise bezahlen. Ich weiß. Und deswegen verkaufe ich auch kaum was. Senken Sie die Preise, dann kaufe ich vielleicht was. Sonst gehe ich einfach weiter. Sie haben recht. Sie kriegen alles, was Ihnen gefällt, zum ursprünglichen Preis. Und wenn Harrod davon erfährt, kümmere ich mich dann darum. Ich muss gehen. Bitte sehen Sie an meinem Kiosk nach, was ich alles zu verkaufen habe. Und vielen Dank. Jawohl, erstmal bestochen hier, verarscht. Jetzt kriege ich gute Preise. So mag ich das. So, jetzt können wir kaufen. Yeah, eine Sache nur. Der Rest ist immer noch teuer. Munition für schwere Waffen. Kostet mich für... Boah, da habe ich kein Geld mehr. Warte ich noch ein bisschen, bis ich mehr Geld habe. Ich brauche das Geld hier auch zum Tanken und so. Oh, was haben wir denn hier? Ihr seid ihr hässlich. Gehen Sie, Mensch. Sagen Sie, Captain Gavark, wir haben heute niemanden getötet. Wie viele Forscher leben hier? Es scheint auf Omega ziemlich viele Watcher zu geben. Nein, nicht so viele. Zurückbleiben. Wir töten sie. Ich kenne keinen Captain Gavorn. Warum sollte ich ihm irgendwas sagen? Weggehen! Zu viel reden! Gavorns Männer kriegen uns nicht. Wir gehen. War nett, mit ihnen zu plaudern. Nicht mehr reden. Wir kennen Gavorns Tricks. Wir gehen. Voll verarscht, die Monster, ey. Bisschen angesprochen und schon rauen die ab, ja. Wahnsinn. Was mit dem Bettler da unten? Kann einen verrotten lassen. Ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Aber ich bin auf jeden Fall dabei, ja. Sie verstehen es nicht, oder? Okay, was haben wir hier für geilen Laden hier? Noch so ein Händler. Ah, hier haben wir was. Also, das ist nur Ausstellungsstücke, ne? Eine Reihe Wolfram. Erhöhte Sturmlaufgeschwindigkeit. Das hört sich gut an. Ja. Das will ich haben. Alles, was irgendwas verbessert, will ich haben. Den Rest kaufen wir dann, wenn wir echt viel Geld über haben. Aber jetzt einfach so aus Spaß, irgendwas zu kaufen, damit ich kein Geld mehr habe. Ja, ich muss in meine Kabine rein. Okay. Ah, hier ist ein Shuttle, oder? Bin ich jetzt richtig? Ah, da unten steht doch was. Shuttle zur Quarantänezone. Ja, ich bin richtig. Okay. Menschen sind böse, Menschen sind die bösesten. Das stimmt. Wir Menschen sind so böse. Das Ende ist nah. Untersuchen. Privatzutritt, Zugriff verweigert. Oh. Was ist mit euch? Ich sagte doch, Sie sollen verschwinden, Lady. Wegen der Seuche steht der gesamte Bezirk unter Quarantäne. Keiner kommt rein. Ich bin ein Mensch, Sie Idiot. Menschen können sich nicht anstecken. Lassen Sie mich jetzt meine Sachen holen, bevor die Plünderer kommen. Fast jede Spezies ist davon betroffen. Wir gehen kein Risiko ein. Niemand darf rein, bevor das mit der Seuche nicht erledigt ist. Ich will zum Mordian. Es gibt in den Slums einen Salarianer namens Morden Solus. Ich muss rein, um ihn zu finden. Der Doktor? Der Wahnsinnige hat hier im Bezirk vor ein paar Monaten eine Klinik eröffnet. Die Blue Suns waren darüber nicht sehr erfreut. Es heißt, Morden versucht, mit der Seuche fertig zu werden. Ich wünsche ihm Glück dabei, aber deswegen bleibt das Gebiet trotzdem abgeriegelt. Unser Befehl lautet, abzuwarten, bis entweder die Seuche oder die Blue Suns alle erledigt haben. Und dann reinzugehen und... ich gehe rein, ja, ja, klar, jetzt. Sehen Sie mich an. Sehe ich aus, als würde ich plündern? Nein. Na also, ich gehe jetzt da rein und lege jeden Plünderer um, dem ich begegne. Und wer sich mir in den Weg stellt, dem passiert das Gleiche. Ich informiere die Wachen. Dann werden sie anstandslos... Moment. Mich halten Sie auf, aber die nicht? Sie Mistkerl. Sie haben keinen Granatenwerfer, Lady. Verziehen Sie sich.
Ist das geil. Sie haben keinen Zum Granatenwerfer. Glück sind Menschen immun gegen die Seuche. Ja, ah, ja, ich hätte bestimmt auch die Frau mit reinnehmen können irgendwie. Aber geile. Haben Sie einen Granatwerfer? Nein. Sehen Sie? Also ziehen Sie Leine. Das ist so geil. Ach ja. Hammer. So ist das. Ich gehe rein. Kein Thema. Ich gehe rein. Jo. Ich will... Habe ich irgendwas Neues hier? Oh, ne. Alles klar. Endlich. Jawohl. Okay, hier sind wahrscheinlich verwirrte Plünderer. Die muss ich dann erstmal zum Endplündern bringen. Hallo. Hallo. Bin wieder da. Metzelman. Hey. 250 Elementio. Sauber. Ja, das ist das, wo man die... Ja, zeige ich euch später. Wenn wir den Forscher endlich haben, dann wird es eh alles besser. So ein Forscher ist wichtig. Der forscht nämlich nicht nur immun gegen irgendwas, sondern... Ah, das sind unsere Kumpels. Die sehen cool aus. So einen ähnlichen kriegen wir nachher auch als Kumpel. Der ist so geil. Der ist so gut. Okay, hier sieht es echt nach Kriegsgebiet aus. 100 Credits geschenkt. Habt ihr gesehen, wie teuer das alles ist? Die sind doch bescheuert. Viel Glück da drin. Die Blue Suns, ja, ja, viel Glück. Brauch kein Glück. Ich hau die alle weg. Sterbt. Eieiei, der zielt ja echt wie ein Honigkuchenpferd. Okay, ich sehe schon, dass ich nichts aktiviert habe. Das droppt da bitte. Du hast nichts, aber du kannst mal eins ziehen. Ja, so ist schön. Das droppt da. Das tut euch weh, ne? So, was haben wir denn hier? Finden Sie den passenden Code und den Code und den Code. Okay, da haben wir... Was haben wir denn da, hä? Achso. Na, ach, Leertaste war es drücken, ne? So. Danke, danke. Blau. Yes, habe ich schon, habe ich schon. 5000 gibt es. Das lohnt sich. Das hat sich echt gelohnt. Karte drücken kann ich nicht, doch da unten Ziel. Aber ich will den kurz mal mit den quatschen. Hätte ich mir denken können. Schlimm genug, dass sie uns mit dieser Seuche infiziert haben. Und jetzt haben sie nicht mal den Anstand, auf meinen Tod zu warten, bevor sie mir meine Habseligkeiten stehlen. Liegen lassen, wie geil. Beschuldigen sie uns nicht. Diese Seuche ist nicht das Werk von Menschen. Aus ihrem Mund tropfen die Lügen wie das Blut aus meinen Wunden. Die Beweise sind doch für jeden offensichtlich. Hey, soll man töten? Ihre Spezies ist als einzige für das Virus nicht empfänglich. Sie und diese verdammten Vorscher. Liegen lassen. Wir wollen Morden finden, nicht einem jammernden Batarianer helfen. Menschen, die einen Sympathisanten der Menschen suchen. Hoffentlich brennen die Vorscher diesen Morden und seine Klinik bis auf die Grundmauern nieder. Ich hoffe, sie... Ich hoffe... Verdammt, ah, ne, heilen tue ich nicht. Ich bin nicht böse. Ich bin ein böser Mensch. Ich bezweifle, dass er uns hätte helfen können. Lasst uns gehen. Noch Geld geklaut, so muss das. Ist das herrlich, erstmal liegen gelassen. Und noch sein Geld geklaut. Ich meine, ich passe auf sein Geld auf. Er wäre eh gestorben, ist verseucht. Ah, Munition für schwere Dinger. Schwere Dinger. Ah, die Türhecken, klasse. Was haben wir denn da jetzt hier? Oh, blick hier gerade gar nicht durch. Bitte. Das und das. Kreis und Kreis. Boah. So. Knapp, aber ich hab's geschafft. Lasst mich rein, da haben wir noch was. Sieht aus, als hätte er sich freigraben wollen. Mhm. Niemand will wie ein Tier in der Fa- Eintrag. Hallo, es gibt die
Sieht aus, als hätte er sich freigraben wollen. Ach, das sind Loks. Als hätte er sich. Sieht aus, als hätte er sich. Naja, gehen wir einfach mal alle durch, weil das ja was bringt. Gut, gut. Naja. Ja, so sieht das da ganz herrlich aus hier. Guck mal. Aha. Ah, hier sind überall Türen. Ach, Mensch. Muss jede einzelne Tür umgehen, oder was? Schön. Das ist schön. Das ist so schön. Entriegelt. Lasst mich rein. Lasst mich in die gute Türe. Ist hier noch was? Mann. Man weiß immer nicht. Vielleicht ist in diesem Raum noch was Geheimnisvolles. Und nehmen wir einfach alles mit, ne? Aha, ein Lok. Und was haben wir da? 4000, oh, das hat sich echt gelohnt. Also da kann ich jetzt nichts sagen. Diese Tür zu hacken hat sich gelohnt, ja. Okay, brauchst du die Deckung. Geh mal weiter, ich will töten. Töten. Da haben wir dich, ne? Aber hier ist auch noch ein Weg, hier ist auch noch ein Weg. Da hinten steht doch schon einer. Da steht einer. Hallo. Ich bin's. Der Mensch. Ah. 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 Okay. Kommen wir da oben vielleicht rum. Den haben wir ja schön weggeballert. Gehen wir mal oben lang. Und dann sagt er wieder. Ah. Aha, da ist doch was. Und ein Medigel. Und ein Terminal mit 1000 Credits. Credits. Bumm. Hallo. Geh in Deckung. Stirb. Elender Hund. Komm, wir nehmen mal Sniper, oder? Komm. Hat voll Bock auf das Sniper, ey. Brauchen wir hier auch noch Munition? Destructor Sniper. Boah. Ey. Jetzt. Bam, Junge. Da fällt er um. Boah, die Waffe ist so geil. Alles meiner. Die Waffe ist so geil. Hallo, Miranda. Okay, gehen wir hier lang. Schnell prügeln wir uns hier durch. Da. Mit Tür umgehen. Okay, liebe Leute, das ist doch. Gut. Dann würde ich sagen, machen wir hier Cut und sehen uns im nächsten Part. Machen wir die Mission dann weiter. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und dann bis gleich.